Manchmal ist es schwer, unsere Kinder loszulassen, weil wir sie so sehr lieben. Richtig? Es fällt uns schwer, loszulassen. Aber das Verantwortungsvollste, was man tun kann, ist loslassen. Warum sollten wir wie eine Schildkröte und nicht wie ein Löwe leben? Ja, darüber spreche ich in meinem Buch. Das ist eine sehr interessante Frage. Das fand ich auch. Warum wir wie eine Schildkröte und nicht wie ein Löwe leben sollten? In der Bibel lehrt uns Gott durch Tiere. Die Schildkröte und der Löwe. Der Löwe in der Wildnis hat sein Territorium. Er kämpft um seine Beute. Also wie ein Löwe zu leben, bedeutet immer um deinen Platz zu kämpfen und gegen deine Konkurrenten, dein Territorium oder deinen Arbeitsplatz zu verteidigen. Es wurde festgestellt, dass Löwen in der Wildnis Nebennieren haben, die 25 Mal schwerer sind als die von Löwen in Gefangenschaft. Und die Nebennieren sind der Ort, wo deine Stresshormone freigesetzt werden, der Kampf- oder Fluchtinstinkt, was bedeutet, dass diese Löwen in der Wildnis die ganze Zeit unter intensivem Stress leben und sie leben ein kurzes Leben. Auf der anderen Seite beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der Schildkröte etwa 100 Jahre. Die Schildkröte nimmt sich Zeit. Ein stämmiges Bein nach dem anderen, sie kaut ihr Essen langsam, nicht in einer New Yorker Minute. Sie nimmt sich Zeit, Heu zu kauen, sie ist nicht gestresst, sie ist nicht gehetzt, genau wie unser Herr Jesus. Er ist nie gestresst, er ist nie in Eile, er wird nie gedrängt. Er geht im Rhythmus der Gnade. Er fließt entspannt. Ja, erfülle natürlich deine Verantwortungen. Tu, was du tun musst, aber mach es entspannt. Erziehe entspannt. Verwalte entspannt. Mache alles entspannt. Denn das ist das Geheimnis. Aber der Teufel wird zu dir kommen und sagen, schau, du bist nicht verantwortlich. Das ist unverantwortlich, einfach loszulassen. Wenn du loslässt, wird nichts passieren. Das wird der Teufel sagen. Aber eigentlich ist Loslassen das Verantwortungsvollste und Mächtigste, was du tun kannst. Hast du bemerkt, dass in dem Vers in 1. Petrus 5 steht, wirf all deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich? Alle deine Sorgen, richtig? Kennst du den Vers danach? Die meisten von uns kennen diesen Vers, richtig? Was ist der Vers danach? Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Kontext dort ist, dass er nach Leuten sucht, die er verschlingen kann. Was bedeutet, dass der Kontext ist, wenn du voller Sorgen bist, voller Ängste, du bist gestresst. Du bist derjenige, der verschlungen werden kann. Mein Rat ist, gebt eure Sorgen dem Herrn, der sich um euch kümmert, und ihr werdet ungenießbar. Soweit es euch betrifft, lasst den Teufel nach jemand anderem suchen. Wie funktioniert das eigentlich? Also, wie viele von euch haben Kinder? Die meisten von uns haben Kinder und du sagst uns, dass wir loslassen sollen. Und weißt du, einige von uns haben vielleicht Kinder, die vom Weg abgekommen sind und wir denken vielleicht, es ist zu spät, um sie zu erreichen. Wie hilft uns das dabei? Für mich, als ich eben über den Fluss der Gnade in sorgenfreien Bereichen sprach, war mein Kampfgebiet, oder ich dachte, ich wäre eine ziemlich sorglose Person. Ich bin ein cooler Typ, einfach drauf los. Aber dann, nachdem ich geheiratet hatte, kam Jessica. Es war, nachdem sie kamen, und Eltern kennen das. Manchmal ist es am schwersten, unsere Kinder loszulassen. Wir lieben sie so sehr. Es fällt uns schwer, loszulassen. Aber das Verantwortungsvollste, was man tun kann, ist loszulassen. Als Jessica kam, sagte ich bei jedem kleinen Schniefen, Husten, Niesen zu Wendy, was ist mit ihr los? Wird sie krank? Ich war immer besorgt. Und je mehr ich mir Sorgen um Jessica machte, desto mehr wurde sie krank. Sie ging ständig zum Arzt und ich konnte es nicht verstehen. Also fragte ich den Herrn, was passiert? Der Herr sagt, einfach. Jedes Mal, wenn du dir Sorgen um Jessica machst, sendest du eine Nachricht an den Teufel. Das ist wie ein riesiger Knopf über Jessica, den er drücken kann. Drück diesen Knopf und deine Effektivität für diesen Sonntag ist behindert. Sie ist eingeschränkt. Drücke diesen Knopf und deine Beziehung zu Wendy wird beeinträchtigt. Drücke diesen Knopf. Weißt du, was das ist? Ein Auslöser. Reden wir jetzt aus irgendeinem Grund über mich? Ja, meine Knöpfe. Der Herr sagt, das Beste, was du für deine Tochter tun kannst,
Das Beste, was du für deine Teenager-Tochter und deinen Sohn tun kannst, das Beste, was du für sie tun kannst, ist, sie dem Herrn anzuvertrauen und zu sagen, ich lasse los. Als ich das für Jessica tat, stellte ich fest, dass sie gesünder wurde. Sie war nicht mehr so oft krank. Und ich begann zu erkennen, dass es das Gegenteil von dem ist, wie die Welt handeln würde, richtig? Denn ich verstehe besonders für Alleinerziehende und diejenigen, die mit Kindern zu kämpfen haben, die mit Lernschwächen oder Verhaltensstörungen diagnostiziert wurden oder die mit Wutanfällen eines kleinen Kindes zu tun haben oder sogar wie ich, jemand, der älter wird und mit den neuen Herausforderungen, die mit den Teenagerjahren kommen, konfrontiert werden. Auch in ihren jungen Erwachsenenjahren kämpfen sie mit komplexen Beziehungen und Dingen wie schlechter Gesellschaft und all dem. Man könnte denken, es ist einfach für dich zu sagen, aber ich habe einen Teenager und ein kleines Kind und ich glaube, dass Gott sie alle verteilt hat. Denn in meiner Kirche haben wir ein breites Spektrum an Menschen. Er hält mich relevant, aber es ist nicht leicht, einem Elternteil zu sagen, loszulassen. Ich erinnere mich an diese Dame, die vor vielen Jahren in meiner Kirche zu mir kam. Und sie hat eine Tochter, die in unserer Nation berühmt ist. Ihre Tochter ist ein junges Mädchen im Alter von 11 Jahren. Jedes Mal, wenn sie an den Schwimmwettbewerben teilnahm, trat sie in Schwimmwettkämpfen an und gewann immer die Goldmedaille. Sie hat am Ende ihrer Karriere 40 Goldmedaillen. 40 Goldmedaillen in unserer Region Südostasien. Jetzt geriet sie in schlechte Gesellschaft. Sie feierte immer und wegen ihres Ruhms und sie ist bekannt. Ihre Mutter kam zu mir und sagte, ist es zu spät für Gott, meine Teenager-Tochter zu erreichen? Ich sagte, es ist nie zu spät. Aber das Erste, was du tun musst, ist, sie in die Hände des Herrn zu legen. Ich werde mit dir beten. Also betete ich mit ihr, um dieses Mädchen namens Jocelyn loszulassen. Man kann sie googeln. Ihr Name ist Jocelyn Yeo. Bis heute hat sie immer noch die meisten Goldmedaillen in Singapur. Eines Sonntags kam Jocelyn herunter. Ich wusste nicht einmal, dass sie im Gottesdienst war. Sie kam nach vorne, um den Herrn zu empfangen. Und die Mutter war außer sich vor Freude. Einer der Pastoren, die ihr gerade hinten im grünen Raum gesehen habt, ist mit Jocelyn verheiratet. Sie berät uns in unserer Kirche, sie hilft den jungen Leuten in unserer Kirche. Sie ist jetzt Mutter von 4 Kindern. Und wisst ihr, es ist nie zu spät. Gott kümmert sich um die Dinge, die dein Herz belasten, besonders deine Kinder. Amen. Aber vergiss nie, er liebt deine Kinder mehr, als du sie lieben kannst.